mörderische Wege. Gezwungen, die Flucht zu ergreifen, schlugen die Helden sich ernüchtert in die Büsche. In einem nahen Wald konnten sie die Verfolger mühelos abhängen. Sein Gewissen wollten wir erleuchten. Stattdessen hat uns Haldric heimgeleuchtet. Das war der größte Reinfall meines Lebens. Wie konnten wir uns so unsäglich täuschen? Warum hat uns das Glück bei dieser wichtigen Mission verlassen? Ephraim, hoffentlich hast du noch einen Notfallplan. Tja, unter die Augen kommen sollten wir denen nicht noch einmal, obwohl, dass die uns zwei wiederkennen, ist zu bezweifeln. Von Namen haben sie uns nie gesehen. Ich stand zwar direkt in seiner Festung, aber okay. Und die, welche es taten, sind auch nicht mehr in der Lage, darüber zu reden. Was tun wir also nun? Um kurz zu resümieren, auch Vesnod musste schwere Verluste hinnehmen. Wegen der Ork-Randale werden sie einen Gutteil der königlichen Streitkräfte in die nördlichen Grenzgebiete abstellen. Klar, Veldin werden sie nun besonders gut sichern und die Magier denken sich garantiert noch ausgefeiltere Formeln gegen Untote aus. Um böse Widersacher ein für alle Mal aus ihrer Umgebung zu verbannen, machen sie sich bald an die zweite Sonne. Die Voraussetzungen sind ideal. Hör auf. Ich weiß, es ist hoffnungslos. Fällt dir trotzdem noch irgendetwas ein? Ja, die Rosskur. Ich werde alle Adligen ermorden, die auf des Königs Seite stehen. Das löst Verwirrung aus und destabilisiert die politische Lage. Dran bringe ich den König um. Knallhart. Und alle seine Erben. Sämtliche möglichen Thronfolger. Danach setze ich mich selber auf den Thron. Das ist akzeptabel, ich bin ja von Adel. Wir werden in Vesnod herrschen und die Sonnenpracht durch königlichen Beschluss vereiteln. Deine Aufgabe wird sein, das Wissen der Zauberer zu vernichten. Als hochgebildete Elfin und glühende Bewunderin des Wissens der königlichen Magier verschaffst du dir Zugang zur Landesbibliothek, zum Studieren. Es wird dir leicht fallen, eine geeignete Formel zu erfinden, um das Gebäude mit allen Niederschriften in die Luft zu jagen. Idealerweise sind deren kluge Verfasser in diesem tragischen Moment anwesend, weil sie von dir mit ihrem Sachverstand brillieren möchten. Vor allem der gute Zorthois muss vor Ort sein. Der ist tot. Dass der dich wiedererkennt, ist leider die Gefahr dabei. So mancher Held handelt nicht aus Mut oder Entschlossenheit, sondern weil er nichts zu verlieren hat. Mein einziger Wunsch ist, den Eintritt des Undenkbaren zu verhindern. Dein Plan nimmt einem den Atem, gefällt mir aber ausgezeichnet. Fangen wir sofort mit seiner Umsetzung an. In aller Verstohlenheit pirschten die beiden sich wieder an die Hauptstadt heran. Schon auf dem Land von Veldins Toren belauschten sie den Tratsch über die jüngsten Vorkommnisse bei Hofe. Der höchstes Ansehen genießende Magier Zorthois hatte dem Monarchen vorgeschlagen, mehr Licht in die dunkle Welt zu bringen. Der Gebieter über Vesnod sah seinen Namen mit dem Zusatz Sonnenkönig geziert und sich selbst ruhmvoll verewigt. Höchst breitwillig stimmte er zu. Eiligst war nach allen Magiern im Land geschickt worden, um sie für das grandiose Vorhaben herbeizuordern. Es herrschte helle Begeisterung. Im ersten Anlauf ging's daneben. Heute aber soll diese Stadt ihre schlimmste Nacht erleben. Sternhagelvoll werden sich alle glauben, sollten sie mich doppelt oder dreifach sehen. Das war noch nicht alles. Habt ihr geglaubt, es ist vorbei? Lauf nicht weg. Gleich ist's soweit. Wir sind böse. Wir sind fucking böse. Gut, wir haben Gründe, aber wir sind böse. Jetzt macht auch der Anfang Sinn. Ich hatte kurz die Sorge, dass Ephraim einfach wahnsinnig wird, aber keine Ahnung, dass die das einfach so, ja, dann töten wir halt halb Vesnod. Oh, okay, machen wir mal. Besiegt die Grafen Riven, Roth und Kartin, gelangt in die Burg am östlichen Kartenrand, also rechts. Ephraim darf nicht vernichtet werden. Ja, der wird nicht vernichtet. Der zerfetzt alleine alles. Die Karte ist nicht groß, aber ich werde trotzdem eine kleine Aufnahmepause machen. Angesichts der späten Stunde. Deswegen kurzer Cut. Gleich geht's direkt wieder weiter. So, weiter geht's. Ich bin wieder da.
Und wir sollen ein paar Adelige töten, namentlich Grafen Revan, Rot und Kartin. Alles Namen, die mir nicht bekannt sind. Und ja, ich habe langsam das Gefühl, dass man muss sich ja vor Augen führen, wir sind immer noch im ersten Teil von der Legende der Unbesiegbaren. Es gibt ja noch einen zweiten Teil und ich werde das Gefühl nicht los, dass wir im zweiten Teil eventuell gegen Ephraim und Lethalia vorgehen. Es kann mich natürlich täuschen, aber wir sind aktuell nicht die Guten. Ich weiß gar nicht, darf ich den angreifen oder warum macht der 23 Schaden? Ist er direkt Alarm, wenn ich den töte? Okay, dann töten wir den und gucken, dass wir einigermaßen unbeschadet hier durchgehen. Na, wenn nötig, machst du das noch einmal. Ja, wär gut. So, und ich muss jetzt... Ich will, dass die sich... Ah, da ist der erste Graf, ne? Lord Revan. Ich will, dass die alle in meine Nähe kommen. Aber mich nicht angreifen. Assassinenangriff. Assassinenangriff. Dieses war der erste Streich. Und der nächste folgt sogleich. Okay. Dammit. Ein Glück, dass die nur diese Trolle hier haben. Okay, wo wollen wir hingehen? Da oben scheint nichts mehr zu sein. Die Karte ist nicht groß. So, also um nochmal... Ah. Gewahr irgendwas. Alle herhören, es besteht Verdacht, dass Mordgesindel durch die Gassen schleicht. Fortan erhöhte Alarmbereitschaft. Ich will keinen mehr mit einem Nachttrunk sehen. Ach, just wo ich mir den Würzwein hier beschafft habe. Kann doch zaubern. Ich streck gleich mal meine magischen Fühler aus. Wenn da wer Gefahr darstellt, spüre ich ihn auf. So ein Pech aber auch. Ein bisschen gucken. Ich sehe bisher noch keine weiteren Grafen. Der Typ da nervt. Ich will jetzt aber nicht noch einen Meteoriten verprassen. Wie weit kannst du laufen? Ja, so ist gut. Also Burg im Osten, ganz am Ende, da ist ein Magier. Warte, war da nicht gerade ein Magier? Überhaupt, welches Mordgesindel? Ah, hier, Lord Rot. Gehen wir mal einfach hier weiter erkunden. Das sind keine Magier. Ich bin mir ziemlich sicher, das sind keine Magier. Und ich habe immer noch nicht meinen Gedanken an die Ende geführt. Wenn es weitergeht, stirbt Ephraim ja noch. Ah, der hat jetzt ein Level up, sicher. Boots. Schwertstärker. Ich mach den Zorn einfach maximal stark jetzt. So, da unten ist unser nächstes Ziel. Das können wir nächste Runde angreifen. Okay, hier, die sind gefährlich.
Töten wir. Wie viele Ziele hatten wir? Eins haben wir. Rot und Katin fehlen noch. Habe ich die Runde beendet? Nee. So. Weil ich habe halt das Gefühl, wir sind gerade nicht unbedingt die Guten. Wir wollen zwar. Wir haben zwar gute Absichten, aber die sind auch nicht ganz das Wahre. Ich meine, wir töten unfassbar viele unschuldige Leute. Aha, Lord Katin. Und hier ist Lord Rot. Wir haben unsere Ziele gefunden. Und wirklich was machen können sie nicht gegen uns. Da kommt auch einer der komischen Pikiniere. Ich würde schon gerne mit den Meteoriten... Ja, ich weiß, hier sind überall Gegner. Gehen wir erstmal hier hin. Treffe, treffe, treffe. Jawohl. So, und du gehst hin. Machst den Weg frei. Dafür. Okay, der ist so gut wie tot, Katin. Und ich würde gerne hier auch noch ein bisschen roden. Okay. Dörfer bleiben besetzt. Das war dumm von ihm, mich anzugreifen und nicht zu fliehen. So, jetzt müssen wir nur noch in die Burg im Osten. Zack. Da können wir auch eigentlich einfach rennen jetzt. Ich denke mir halt, warum sollen wir uns mit den Leuten hier rumschlagen, wenn wir es nicht müssen? Ich weiß auch nicht, wo dieser komische Magier sich befinden soll, der uns aufspüren will. So. Okay, hier ist die Burg im Osten, in die wir sollen. Sobald Ephraim sich selber gekrönt hat, gibt es ja eigentlich keine Gefahr mehr. Dann kann nichts. Eigentlich kann da nichts mehr passieren. Okay. Ich würde sagen, wir rennen einfach. So, hier ist die Burg im Osten, in die wir. Reicht das, wenn eine Einheit da drin steht? Natürlich nicht. Die Anzahl der Stahlkolosse hier ist unglaublich. Eventuell verlieren wir gleich einen Doppelgänger. Aber das ist nicht so schlimm. Beziehungsweise, ich hau die mal weg hier. Ja, hier sind überall Gegner, ich weiß. Komm schon, Ephraim. Beziehungsweise eigentlich, wie viel Schaden? Na, 60 nur. Das ist nicht so geil. Aber warte, du siehst auf dem Weg eh wieder Gegner ohne Ende, genau. Nice. Stiefel. Stiefel finde ich immer gut. Er hat noch einen Lebenspunkt. Könnten jetzt hier bitte mal alle weggehen. Was ist das? Ab und davon. Neue Fähigkeit Unterwandern und physische Resistenzen plus 7. Und ein Diamant aber wenigstens noch. So. Einer der Doppelgänger ist jetzt gleich tot. Aber nächste Runde sind wir durch. Alter. Ja, wir verlieren sogar keinen Doppelgänger.
Die Sache ist ja die, wenn Ephraim König von Westnot ist, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Es kann, solange er König ist und da er nie sterben wird, und es eigentlich auch niemanden gibt, der, wenn er König ist, gegen ihn etwas ausrichten kann, weil Ephraim einfach viel zu stark für jeden ist, für jeden Einzelnen. Und dann haben sie ja eigentlich ihr Ziel erreicht und können die Prophezeiung der zweiten Sonne verhindern und damit den Untergang von den Elfen, von Westnot, den Aufstieg der Drachen verhindern und alles. Dann sind sie ja eigentlich durch. Aber sehr blutig durch. Na? Naja, Ephraim ist auf jeden Fall... Wir sind nicht die Guten. Und eigentlich gewinnen in Westnot immer die Guten. Deswegen... Ich hab so das Gefühl, dass wir im zweiten Teil eventuell wieder bei Null anfangen und die Endgegner Ephraim und Lethalia sind. Wobei wir natürlich auch noch nicht Lethalias Geheimnis wissen. Scheinbar hatte Lethalia ja was mit Ephraims Vater. Aber ich meine, Elfen leben halt unendlich lange. Wer weiß. Überhaupt, eigentlich wollte Lethalia doch mit Ephraim noch in Ruhe reden. Den Dialog hätte ich gerne gehabt. Vielleicht später. Naja. Nun wird der König abgeschafft. Für diese noble Tat brauche ich einen würdigen Namen. Königsmeuchler, Mörder, Schlachter, Hacker, Ephraim der Königsmetzer. Ja, das passt. Junge, das klingt schon böse. Unter den Gegnern war vollends Panik ausgebrochen. Eure ungeahnten Fortschritte waren zu untragbaren Bedrohungen, das schnelle Vorankommen zu übermächtiger Gefahr geworden. Von Schrecken geplagt und Angst ergriffen, wurden die ältesten Schwarten in den Archiven verbotenen Wissens gewälzt, verzweifelt in geheimen Überlieferungen nach sofortigen, geeigneten Maßnahmen gesucht und eine Lösung gefunden. Mit einer besonders schrägen Zauberformel brachte man sich eine winzige Schwachstelle, in dem Schutzwall zur Dämonenwelt zunutze, langte in die Tiefen von Inferno und bestellte eine der gräuslichsten Schreckgestalten ein. Beelzebub. Ach, Junge, lang nicht gesehen. Der Fliegendämon und Herr des Misthaufens. Ich finde immer gut, dass angekündigt, in den Tiefen des Infernos, eine der gräuslichsten Schreckgestalten und dann der Herr des Misthaufens. Ich weiß nicht, aber... Gut, es ist natürlich richtig, Beelzebub ist ja so halb Fliege und damit auch, aber das will nicht, Herr des Misthaufens will jetzt bei mir nicht so wirklich Angst und Schrecken auslösen, ehrlich gesagt. Naja, mit jenen schloss man einen Pakt, auf dass er euch wie Hasen jage und das Fürchten lehre. Ob und was ihm im Gegenzug versprochen wurde, ist nie bekannt geworden. Aber die Strategie war sowieso ein Resultat gelähmten Denkens, denn Beelzebub ist eher bloß lästig und kein umwerfend kompetenter Verfolger. Ja, das wissen wir, aber er droppt richtig gut Loot, der Junge. Und man kann ihn mega geil einsetzen gegen seine Gegner. Also Beelzebub ist ja mehr so ein halber Verbündeter von uns mittlerweile. Ey, es werden nur 80% meines Goldes übernommen. Schiebung. Okay, aber wie gesagt, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, im wievielten Szenario wir mittlerweile sind, aber ich glaube, wir neigen uns dem Ende des ersten Teiles zu. Das heißt, wir haben fast die Hälfte geschafft. Und es passt auf jeden Fall. Wenn das hier gelingt, dann ist ja quasi die Geschichte abgeschlossen. Gut, es gibt einiges an losen Enden, was Lethalia und so angeht noch. Also ich kann mich irren. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt hier alles weitergeht.